Moin moin Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mich hat vor einiger Zeit mal wieder Post erreicht. Nein, fangen wir noch weiter vorne an. Die Firma Netfos hat mich mal wieder angeschrieben und gefragt, ob ich ein Messer von ihnen testen möchte. Und ja, ich hatte ja schon vor einiger Zeit dieses Messer von denen zugeschickt bekommen, das 11. Nun war es so, die Firma Netfos, mit der hatte ich mich nicht sonderlich viel beschäftigt und dann dachte ich, ja gut, was habe ich zu verlieren, versuche ich es einfach mal. Ich bin aber davon ausgegangen, dass das echte Billigmesser sind, die mich nicht weiter überzeugen. Es sind Billigmesser, es sind Chinamesser, aber es hat mich dann doch positiv überrascht, dieses 11. Da könnt ihr gerne nochmal ins Video reinschauen, falls euch das interessiert, was ich damals dazu gesagt habe. Der Clip ist eine absolute Frechheit, das hatte ich auch gesagt, aber ansonsten die Action ist soweit ganz gut und ich finde, für den Preis kriegt man hier schon einigermaßen was geboten. Man darf natürlich nicht zu viel erwarten, aber ja, ich muss ehrlich sagen, dass ich mit deutlich weniger gerechnet hatte und war dann, wie gesagt, positiv überrascht und fand das dann so ganz gut. Das habe ich auch alles in dem Video gesagt. Nun hatten sie mich dann erneut angeschrieben und gefragt nach einiger Zeit, ob ich noch ein Messer testen wollen würde und hatten mir so eine Auswahl geschickt. Da war dann für mich aber nichts so wirklich Interessantes bei. Nach längerem Hin und Her habe ich dann gesagt, okay, dieses hier würde ich mir mal anschauen. Das Shark ist das hier nämlich und ja, das war dann auch 2 Tage später im Briefkasten und ich habe es testen wollen. Und dann wollte ich es ganz schnell nicht mehr testen. Also erstmal noch ganz kurz, dieses Messer wurde mir kostenlos von der Firma Netfos zur Verfügung gestellt. Dafür natürlich erstmal herzlichen Dank, das ist natürlich immer nett und freut mich. Dementsprechend wird das hier auch als Werbung gekennzeichnet. Ich fürchte aber, so richtig viel Werbung wird es in diesem Fall gar nicht werden. Ja, das Messer kam und das hat jetzt ja schon mal eine etwas besonderere Optik. Das finde ich so alles in allem schon ganz schön. Der Griff ist hier, also das ist irgendein Edelstahl und dann mit diesen G10 Griffschalen noch da drin, ist für meine Hände etwas zu klein. Also es geht noch, aber ich merke schon, dass ich mich da so richtig so ein kleines bisschen reinquetschen muss. Da kann jetzt natürlich erstmal das Messer nichts für, das ist einfach so und finde ich an sich auch nicht schlimm. Die Griffform insgesamt, die Optik ist schon etwas spezieller, muss man mögen, finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Es ist einfach mal was anderes, etwas ausgefallen, finde ich soweit okay. Wir haben dann hier die Klinge aus D2 Stahl, wieder mit Netfos gemarkt. Und das könnte, wie so gut wie immer, natürlich auch gerne etwas dezenter sein, aber so ist das nun mal. Hier haben wir dann noch einmal die Modellbezeichnung Shark, die bräuchte ich nun gar nicht, und das Steel Marking. Warum da jetzt nochmal Steel hinterstehen muss, verstehe ich auch nicht, aber sei mal alles dahingestellt, das sind jetzt ja keine wirklich großen Probleme. Die Klinge kommt auch einigermaßen scharf, also so lässt sich schon damit arbeiten. Dann haben wir hier den tiefen Gürtelclip, wie das auf der Homepage beworben wird. Als Gürtelclip würde ich es schon mal gar nicht benutzen. So richtig tief finde ich ihn auch nicht, aber er ist zumindest schon mal tauglicher als der hier beim 11, denn er verbiegt nicht ganz so schnell und das ist ja erstmal schon mal das, was man von so einem Clip möchte und dementsprechend funktioniert das dann auch ganz gut. Er geht auch gut über die Hosentasche, umsetzen lässt er sich in diesem Fall aber nicht. Was dann beim in die Hand nehmen gleich aufgefallen ist, wo ich hier beim 11 noch sehr positiv von der Haptik angetan war und dann auch diese kleine Texturierung da drauf eigentlich ganz schön fand. Hier sieht es zwar optisch nach einer gewissen Maserung aus, das ist auch nicht schlecht, aber es ist total glatt. Und mir persönlich ist es auch schon zu glatt. Ja, von Handschmeichler würde ich da jetzt auch nicht reden. Also da hätte ich gerne etwas mehr Griffigkeit, einfach, dass es sich auch noch ein bisschen sicherer anfühlt. Wobei rausrutschen tut man da jetzt nach vorne und hinten nicht. Das gibt die Griffform an sich dann einfach schon mal dieses Maß an Sicherheit. Aber insgesamt fühlt sich das für mich erstmal einfach billig an. Und das ist wahrscheinlich das Hauptproblem, das ich damit habe. Aber ja, es ist ja nun mal auch ein günstiges Messer und irgendwie muss der Preis realisiert werden. Dementsprechend will ich da gar nicht zu sehr bashen. Hier haben wir dann einen G10 Backspacer, das ist auch okay. Und das Ganze läuft auf, wieder mal so auf der Seite beworben, Profikugellagern. Ja, niemand von uns wird so genau wissen, was Profikugellager sein sollen, aber sie werben damit, okay, dann ist das so. Das hatten wir ja auch schon häufiger. Der Internetauftritt sollte da auf jeden Fall nochmal überdacht werden, aber auch darauf will ich jetzt gar nicht zu sehr eingehen.
Was mich dann nämlich in der Handhabung wirklich stört, ist einfach die Arretierung. Hier dieser Liner Lock, der ist schon, wenn man ihn betätigt, so scharf und so unangenehm, dass man sich nach kürzester Zeit hier den Daumen regelrecht so ein bisschen aufschneidet. Aber was dann noch schlimmer ist, die Action ist ganz okay, der rutscht dann aber so weit rüber, dass man so viel Kraft braucht. Also einen solchen Sticky Lock habe ich noch nie in der Hand gehabt. Und ich hatte schon Sticky Locks in der Hand. Aber ihr seht es, man will das dann ja so ein bisschen aufflippen. Und jetzt, ich kriege es fast nicht. Aua, ja. Ich weiß nicht, ob man es, sieht man es auf der Kamera? Das ist so hochgradig unangenehm. Das kannst du nicht rausbringen. Also, ja. Ich hatte schon Fälle, wo ich wirklich nicht übertrieben doll dieses Messer aufgeworfen habe und dann aber den Liner Lock hier mit einer Zange zurückbringen musste, weil es mir mit Fingern und Händen nicht möglich war, dieses Messer wieder zu entsperren. Also, ja, ich verstehe nicht. Also, entweder ich habe hier ein absolutes Montagsmodell erhalten, aber vielleicht ist es auch einfach ein Messer aus der Reihe, die dann doch den Erwartungen, die man ursprünglich schon hatte, eher gerecht wird, nämlich, dass das hier alles noch nicht so ganz ausgereift ist. Für mich ist dieses Messer ein spezielles Messer. Es ist ein sehr günstiges Messer, aber mit diesem Lock und mit dieser Verarbeitung und mit dieser Handhabung ist dieses Messer aus meiner Sicht einfach unverkäuflich. Das, ja, das kann man nicht machen. Das kannst du, wenn du es einmal richtig aufwirfst, kannst du es im Prinzip als fixed benutzen. Kannst dir eine Scheide anfertigen und von jetzt an lässt es einfach so. Das ist echt krass und wirklich unangenehm. Ja, ich habe lange überlegt, inwieweit ich da überhaupt ein Video zu mache. Jetzt wollte ich es aber dann doch noch einmal gezeigt haben. Wie gesagt, es gibt da Schwankungen. Hier von dem 11 war ich sehr positiv angetan. Aus meiner Sicht eine schöne Preis-Leistung, die man da bekommt. Aber ja, hiermit... Ja, ich hatte überlegt, ob ich es verschenke oder so, aber wem willst du sowas schenken? Das willst du ja auch keinem antun. Nee, bleibt als Negativbeispiel wahrscheinlich in der Schublade. Aber ich fand, der Transparenz wegen muss man dann auch sowas mal ansprechen. Wie gesagt, ich habe jetzt zwei Messer von dieser Firma in der Hand gehabt, dieses und dieses. Ich weiß nicht, ob es hier einfach nur mal wirklich Verarbeitungsschwächen gab, ob es ein Montagsmodell ist, kann ich nicht sagen. Da muss man dann ja auch immer eine gewisse Vorsicht in seinen Äußerungen und so weiter walten lassen. Finde ich auch vollkommen in Ordnung. Das soll jetzt kein totales Bashing werden, aber ich kann halt von dem nur berichten, was mir zugeschickt wird, um davon ein Video zu machen. Und dieses Messer wurde mir zugeschickt und das ist aus meiner Sicht nicht zu gebrauchen. Ja. Das soll es dann auch schon gewesen sein. Habt ihr mit dieser Firma auch schon Erfahrungen gemacht? Gute wie negative? Lasst mich das gerne in den Kommentaren mal wissen. Gerade von den Fixed-Messern hat man ja auch schon häufiger sehr Gutes gehört. Also durchaus möglich, dass sich da ja auch noch was tut oder was weiß ich. Wie gesagt, ich wiederhole mich an dieser Stelle nur. Aber mich würde interessieren, was habt ihr bisher so an Erfahrungen vielleicht gemacht? Und lasst uns da gerne in den Kommentaren in den Austausch kommen. Ansonsten, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert sogar den Kanal, wenn ihr mögt. Das würde mich sehr freuen und den Kanal unterstützen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein und bis dahin, Horrido!